Hallo, Daniel Schwert ist mein Name für die Piratenfraktion, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, ich habe eine ganz interessante Geschichte zu erzählen. Und zwar haben wir die Landesregierung gefragt, wie viele Drohnen, sprich Überwachungsdrohnen, denn das Land Nordrhein-Westfalen besitzt und wofür die denn eingesetzt worden sind, weil man ja relativ viel von diesen Drohnen hört, aber keiner genau weiß, ob die wirklich existieren. Und wir haben jetzt die Antwort von dem Herrn Minister bekommen, der sagt, ja, es gibt zwei Drohnen und die sind seit 2009 insgesamt 26 Mal eingesetzt worden. Das fand ich sehr spannend, weil da bislang noch nie drüber gesprochen worden ist. Und wir fragen uns natürlich, ist da alles im rechten Rahmen verlaufen mit diesen Drohnen oder muss man da vielleicht etwas genauer hingucken, wie es mit den Rechtsgrundlagen aussieht, dieser Drohnen. Denn wir haben uns angeguckt, die 26 Fälle, in der Regel ging es dabei um die Jagd nach Cannabisplantagen. Also von den viel gescholtenen terroristischen Angriffen und der organisierten Kriminalität ist da nichts zu merken. Und wir fürchten halt, dass diese Drohneneinsätze in ausufernder Art und Weise für alle möglichen Fälle vorgesehen werden, und nicht für die ursprünglich uns so verkauften, wie das bei Sicherheit als Technologie so ist. Und die Frage ist, müssten nicht eigentlich an solche Einsätze genau dieselben Maßstäbe angelegt werden, wie zum Beispiel an eine Haussuchung oder an einen Abhörvorgang, zum Beispiel mit einem Richtervorbehalt? Und sollten solche in so in erheblichem Maße ins Grundrecht der Menschen eingreifende Maßnahmen nicht nur auf die schwersten Straftaten, zum Beispiel wenn es um Leib und Leben geht, beschränkt bleiben? Also das fragen wir uns und wir würden das gerne in dieser Hinsicht klären.